Hallo und herzlich willkommen bei schienenhandys.net. Heute bei uns ein Test, das INU V3. Das INU V3 ist wahrscheinlich eines der Top-Smartphones des Jahres 2013, Ende letzten Jahres, auf den Markt gekommen. Zum Handy erstmal zum Aussehen, also das INU V3 ist ein echter Hingucker, wenn wir uns das Smartphone so ansehen. Beworben von INU selbst mit einer Dicke von 6,5 mm, was jedoch absolut nicht der Wahrheit entspricht, sondern in Wahrheit ist das Smartphone 8,4 mm dick. Was jedoch keinen Abbruch tut, also das Handy liegt super in der Hand, fühlt sich gut an und ist vom Design her einzigartig und einfach wunderschön. Also wir haben hier, der linken Seite haben wir den Anknopf. So einem Metallrahmen ist jeweils links und rechts so eine Metallleiste eingelassen. Am oberen Ende haben wir den Micro-USB-Stecker und den Klinkenanschluss. Auf der Rückseite natürlich die Kamera-LED. Steht INU und ein paar Zertifizierungssiegel. Hier sind so offene. Man könnte meinen, hier ist der Lautsprecher drin, aber der Lautsprecher befindet sich in Wirklichkeit hier hinten. Warum hier unten diese Rillen drin sind, weiß ich nicht. Die Vorderseite. Wir haben hier oben die Frontkamera. Alles schön in schwarz gehalten. Und an der Unterseite unsere drei üblichen beleuchteten Sensor-Buttons. Der Home-Button, die mittlere Sensortaste, leuchtet in einem Blau, was im Dunkeln und auch jetzt wirklich ziemlich cool aussieht. Den Rückdeckel können wir hier oben ablösen, die Lücke. Darunter verbirgt sich, lässt sich recht einfach lösen. Ist biegsam, macht aber trotzdem wertigen Eindruck, also ich denke nicht, dass er ist alles so schnell zerbricht. Hier sehen wir zuallererst mal das NFC-Modul, das hier dann Kontakt findet. Und zwar genau hier. Hier ist NFC. Hier haben wir das GPS-Modul, oben Kopfhörer. Alles schön gekennzeichnet. Der Akku ist 1830 mAh stark. Es ist, war bei in unserem Fall nur ein Akku beigelegt. Teilweise versenden die Shops auch zwei Akkus. Der Akku ist für 5 Euro nachzubestellen. Wir können eine normal große Standard-SIM reinmachen und eine Micro-SIM. Und wir haben hier noch einen Micro-SD-Karten-Slot, der Karten bis 64 GB akzeptiert. Von Haus aus dabei sind 16 GB bei INU, was ziemlich gut ist. Rückdeckel ist wieder dran. Schalten wir das Smartphone mal ein. Also im Auslieferungszustand, wenn es ausgeliefert wird, SIM-Karte rein, Akku rein, so das Handy voll einsatzfähig, keinerlei also Fixes notwendig, man kann direkt mobil lossurfen. Dementsprechend habe ich jetzt auch mal direkt das WLAN ausgestellt, wie wir hier sehen können. Also ich habe das WLAN aus und die Datenverbindungen an. Um direkt mal im Browser können wir da mal YouTube. Schauen wir uns gerade mal das Unboxing-Video von uns an, zu dem Smartphone. Der Lautsprecher des Smartphones gehört auf jeden Fall auch zu den starken. Er ist jetzt nicht der lauteste, den ich je gehört habe, aber er hat eine wirklich gute Qualität und auch eine angenehme Lautstärke. Zum Display, das Display ist ein HD-Display und hat auch eine sehr gute Blickwinkelstabilität. Also wir können von der Seite drauf schauen und erkennen immer noch sehr gut das Display. Es handelt sich auch um ein sogenanntes OTG-Display, das sogenannte OGS-Display, das ist die sogenannte One-Class-Solution, also der Touchscreen und der LCD sind direkt miteinander produziert. Das dazu führt, dass das Smartphone eben auch dünner produziert werden kann. In dem Fall, wie eben schon erwähnt, 8,4 mm knapp. 84 mm, was echt ein guter Wert ist.
Dann surfen wir mal noch unsere Seite an, um zu schauen, dass das auch im mobilen Internet sehr, sehr fix von der Hand geht. Handys.net. Das war's auch schon. Bild wird natürlich mitgeladen. Ein Testbericht. Also die Surfgeschwindigkeit ist wirklich ausgezeichnet. WLAN jetzt natürlich noch entsprechend schneller und noch besser. Touchscreen funktioniert fehlerfrei. Kann natürlich auch gezoomt werden. Dann kommt mal das Bild auf. Das Bild ist recht groß. Zack. Jetzt können wir hier natürlich frei zoomen. Alles soweit wunderbar. Schalte ich das WLAN mal wieder an. Mit an Bord OTG. Zu Anfangs, Ende letzten Jahres, gab es einiges an Verwirrung. Und zwar gab es viele Testberichte, die irgendwie behaupteten, OTG funktioniert nicht. Das ist die USB-Host-Funktion und NFC würde nicht funktionieren. Das hing allerdings nur mit einem Firmware-Problem zusammen, das einen natürlich mittlerweile gefixt hat und in jedem seriösen Shop sollte das Handy bereits über die neueste Firmware verfügen. Wie wir sehen, wir haben 1.0.4. Entsprechend habe ich hier mal einen USB-Test vorbereitet und stecke den mal hier oben rein und schauen wir mal, was passiert. Zack. Daran erkannt, können wir den Speicher können wir entsprechend jetzt auslesen über den Dateimanager. Der ist vorinstalliert. Hier ist er. Sehen wir externer USB-Speicher, können jetzt Daten rüberziehen. Beispielsweise, ich mache es mal hier gerade mit der Bachelor. Arbeit vor, einfach lang auf die Daten drücken, kopieren, Telefonspeicher und dann nehmen wir einfach hier mal in die CM-Ordner und dann zack, können wir das einfügen und dann überträgt er die Daten rein. Das geht auch ziemlich schnell, USB 2.0. Ja, das gleiche, die Funktionsweise NFC. Ich habe leider jetzt kein anderes Smartphone da, dass ich das irgendwie direkt demonstrieren könnte. Ich habe aber dafür mal eine Test-App installiert, den NFC-Test, dann wenn wir den starten, zeigt er uns direkt an, dass uns das Smartphone über NFC verfügt und es auch funktionsfähig ist. Der Prozessor, also das Smartphone, wird von dem MT6582 betrieben. Die AnTuTu-Wertung liegt bei 17.035 Punkte. Das entspricht ungefähr dem Google Nexus 4 oder dem Samsung Galaxy S3. Beide immer noch deutlich teurer. Also für die Smartphone zahlt man momentan knapp 170 Euro, was ein sehr guter Preis ist. Zu den allgemeinen Informationen, also wie gesagt, wir haben den Quad-Core mit dabei. Wir haben eine HD-Auflösung, die Retina. Also Retina bedeutet im Endeffekt nur, dass man Pixel nicht mehr erkennen kann. Da wir hier jetzt über 320 Pixel pro Zoll verfügen mit unserer HD-Ready-Auflösung von 1280x720 Pixeln, eine 5 Zoll Größe, besteht nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie einen Pixel zu erkennen. Also wir haben ein sehr, sehr gutes und schön erscheinendes, klares Display. Auch die Helligkeitswerte des Handys sind sehr gut. Die Rückkamera wird hier angegeben mit 18,2 Megapixeln, das ist jedoch nur der Interpolationswert. In Wirklichkeit verfügt das Handy über 13 Megapixel. Die Bilder, die das Smartphone macht, sind sehr gut. Alle zu sehen auf chinahandys.net im ausführlichen Testbericht. Da habe ich einige Testbilder reingestellt, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Also es ist echt eins, das sind die besten Bilder, die ich in den im letzten Jahr jetzt von einem MT6582 Phone gesehen habe. Wie eben ja schon gesagt, 16 GB Speicher sind dabei. Wir haben den Quad-Core. Die Frontkamera ist natürlich dabei, die ist echt auch klasse. 8 Megapixel werden hier angegeben. Android 4.2.2
Und ansonsten noch einige Sensoren. Wir haben einen Kompass mit dabei. Und alles, was man braucht. Spiele spielen ist für Smartphone eigentlich absolut kein Problem. Ich habe jetzt hier mal Subway Surf. Auch Dead Trigger 2 läuft natürlich auf höchsten Grafikauflösungen. Soweit alles kein Problem. Das GPS ist ebenfalls als sehr gut zu betrachten. Also wir befinden uns jetzt im 6. Stock eines 10-stöckigen Gebäudes über 4 Meter vom Fenster entfernt. Und werden gleich sehen, dass das Smartphone ohne Probleme hier drin ein gutes Signal entwickelt. Maximal 5-6 Sekunden und die Verbindung steht. Wie das Ganze draußen ausschaut, seht ihr im ausführlichen Testbericht auf chinahandys.net. Ich habe dann Screenshot reingestellt. Zum Zubehör, also beim Smartphone ist noch ein Kopfhörer dabei, der jedoch zum Musikhören ungeeignet ist, und ich bin halt auch kein Fan von diesen In-Ear-Steckern, also es ist so ein In-Ear-Kopfhörer-Headset dabei. Die Sprachübertragung mit dem Headset klappt gut, kann man dann mit dem Knopf kann man Gespräche abnehmen, aber das Musikhören wirklich ungeeignet. Wir haben hier dann den Standard europäischen Ladeadapter und das Micro-USB-Kabel. Des Weiteren ist noch ein Screenguard beigelegt, den man entsprechend dann aufkleben kann. Wie gesagt, bei uns wurde leider nur ein Akku geliefert. Einige Shops bieten mehrere Akkus, ansonsten 5 Euro ein guter Preis für einen zusätzlichen Akku. Da wären wir auch schon beim Kritikpunkt. Der Akku ist wirklich nicht der größte, und das merkt man auch im Betrieb. Also wenn man das Handy wirklich intensiv über den Tag nutzt, da ist nach einem Tag Schluss. Mehr geht nicht. Ich habe ja noch jetzt 36%. Es sind ja so 2 Stunden Musik wäre noch drin, 2 Stunden Video, Wi-Fi. Die Angaben sind eben auch immer mit Vorsicht zu genießen. Aber grundsätzlich kommt man über den Tag, mehr ist nicht drin. Also wenn man irgendwie wirklich sein Handy ein paar Tage benutzen will, sollte man auf einen Zweitakku zurückgreifen, was eben die Laufzeit wiederum verdoppelt und es entsprechend sehr gut wäre. Ja, ansonsten wäre es das soweit von uns. Ausführliche Informationen gibt es im ausführlichen Testbericht auf chinahandys.net. Alle Links dazu findet ihr unter dem Video. Macht's gut!